So, da wären wir auf dem Ah. Strand, Wasserlevel. Hi Prof, hi Mordi, wir wieder zu Warum dritt. läuft ja plötzlich so flüssig? Neue Aufnahme mit den beiden hier. Ja, ein neues Level, frisch ans Werk. Die Ninilein wollte eigentlich noch dazukommen, vielleicht kommt sie später noch dazu. Ich kündige es schon mal an, für den Fall, dass sie dazu kommt. Ich überlege gerade, ob ich euch das gesamte Level skippen sollte. Nein. Tu es Ich bitte meine, nicht. könnte, aber. Tu es nicht. Wir paddeln hier. Okay. Wir paddeln. Los, Okay, dann Prof, paddelt mal. paddel. Ja, du musst erstmal das Schiff drehen. Und zwar Dafür wie? musst. Kann natürlich auch so machen. Ich kann das Paddel jetzt gerade nicht so wirklich Nicht ohne bedienen. mich, scheiße. Ich bin gerade nicht so, ich bin, ich weiß gerade nicht, wie ich das Paddel bediene. Ich bin da nicht so, so vielleicht. Physikalisch. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer beim Paddeln. Im Endeffekt dran festhalten, dann nur noch die Maus Ich kreisen hab's! lassen. Ihr geht nicht ohne mich! Okay. Komm, Modi, kommst du vielleicht mal hier ran? Vielleicht kannst du das Paddeln ein bisschen Ich besser. komm nicht hoch! Ich bin zu schwach! Warte mal, ich versuche einfach mal mit. Warte, theoretisch kann man die ganzen Level doch auch alleine lösen. Also probiere ich jetzt mal aus. Theoretisch. Lass mal das Natürlich kann Paddel man die los, ich alleine möchte mal lösen. gucken, ob das geht. Also bis auf das neue Steam-Level kann man auf jeden Fall alle allein lösen, aber. Das haben wir ja Oh, mit Moment! Prof auch schon angetestet. Kann sein, dass ich Auf gerade Stream. hier. Ah, wir sind Dort gleich da. unten. Da, Land Ja, in dank mir, Sicht. ich bewege euch die ganze Zeit. Land in Sicht. Ein Speedboot. Diesmal nehme ich aber. Das Weil es auch so Steuer. anstrengend ist. Jetzt ist aber. Ich glaube, wir müssen erstmal ins Wasser, oder? Das wäre vielleicht nicht Klingt nach einer schlecht. Idee bei einem Schiff. Das wäre grundsätzlich keine blöde Idee. Moment, wir können das, glaube ich, über die Dinger hier rollen. Klingt loggelig. Das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kapitän an Bord. So, und nur, wie kriegen wir das ins Wasser? Vielleicht kriegen wir es hin, das irgendwie zu dritt zu ziehen. So ein ganz kleines Stück, damit es auf dem Holz liegt oder so. Ich glaube, da bist du auf Ah, dem ja. Holzweg. Ich Ja, schiebe. geht. Es wird. Super. Ja, Wasser. Ja. Ich schieb. Ich Ich schieb. zieh. Ich Oh, hänge unten warte, dran. Ich warte, warte, sterb. warte. Hilfe, ich ertrinke. Schon wieder? So ist der Plan. Nein! Wir haben das Schiff verloren! Wir haben das Schiff verloren. Ab ins Paddelboot und hinterher. Wartet bitte diesmal auf mich! Was? Das wäre Komm doch rein. allzu lustig, wenn wir dich nicht weglassen. So, hinterher. Los, ins Boot. Komm, Leute, paddelt. Ich spring lieber, das ist effektiver. Na, ran da. Gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir Ey, da, das gleich ist sind wir eindeutig da. nicht effektiv! Ah, verdammt. Boah. Verdammt! Wie sollen wir jetzt da Haben wir hinkommen? gerade beide Boote verloren? Yep. Errungenschaft freigeschaltet, Schwimmschule. Ja, du mich auch, Spiel. Du mich auch. Wow. Moment, vielleicht kann das Holz Vielleicht, schwimmen, vielleicht, möglicherweise. vielleicht. Nein, das wird nichts. Ich Ich meine, es ertrinke. ist Holz. Das Nein. ist so. Es ist nur holzfarbiger Na Stein. komm, Mist. vielleicht hüpfen wir übers Wasser. Oh Vielleicht nein. kommen wir da. Wir Na, haben das das Spiel wird nichts. Ich verkackt. glaube, du musst den Punkt resetten. So, hier, vielleicht geht's jetzt so. Da ist das Schiff. Dass dann zumindest einer drin ist und einer schon mal losfahren kann und den nächsten Checkpoint aktivieren kann. Versteht er? Ja. Ah, man Damit wir kann es dann nicht alleine das auf Level neu jeden Fall machen. anheben. Damit wir es nicht nochmal neu starten müssen. Ich warte hier schon mal drin. Du das. Oh Gott.
Du rasierst mir gerade meinen Arm! Jep, das war die Absicht. Armbehaarung wird überbewertet. Na, dann macht mal. Ich lieg hier. Jep. Oh! Mach weiter, das hat irgendwas gebracht auf jeden Fall. Okay, dann mach ich weiter. Jetzt wackelt's. Bewegt sich. Es wackelt. Na komm. Na komm. Gleich im Wasser. Ja, es kommt. Es kommt. Captain an Boot. Kommt rein. Kommt rein, Freunde der Nacht. Ich bin ganz drin. Aber ich halte mich lieber mal fest. So. Noch sind wir an Land. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit an Land. Müssen noch ein bisschen weiter rein. Es geht schon, es geht schon. Einfach reinhalten. Das wird nichts. Dann springt! Der Motor will nicht. Jetzt! So. Jawohl. Oh. Okay, vielleicht lieber mit dem besseren Boot an den Bojen vorbei, statt mit dem Floß. Ist nach links hier. Ja. Du lenkst gerade hart nach rechts, weißt du, oder? Also, nach links. So vielleicht? Ja. Jo. Und jetzt rechts ist links und links ist rechts. Mein Arm wackelt. Mein Arm wackt hier ein bisschen. Rechts ist. Oh nein, wir fahren auf Felsen. Ja, ich gebe mein Bestes hier. Gott sei Dank sind wir nicht in Sea of Thieves. Nein, andere Richtung. Spielst du auch? Was? Ach, das spielst du auch? Ja. Ha. Ja, Moment mal. Gutes Spiel. Ich bin noch Anfängersteuermann. Ich muss hier noch ein bisschen. Ich muss das erst noch lernen. So vielleicht? Es wird langsam. Na, wir komm. Wir sind fast wieder auf Kurs. Und wir sind wieder daneben. Ja, andere Richtung. Nein, den Prof wollte ich nicht greifen. Na komm, na komm. Soll ich das mal übernehmen? Mach du mal. Was, du willst Prof. mich nicht greifen? Prof. Mordi natürlich. Ja. Gut. Und jetzt einmal durch die grünen und roten Bojen durch. Genau dort. Da lang. Ich hatte gerade die Idee, dass ich da vielleicht vorne draufsteige. Und oh Gott. Einen auf König der Welt mache. Bitte. Aber ich glaube, das ist keine so gute Idee, wenn ich da jetzt hochkrabbel, oder? Ist das jetzt eine gute Idee, wenn ich da hochkrabbel? Haben wir noch den Kurs aufs große Schiff? Ziemlich. Jo. Okay. Da ist ein großes Schiff. Nach links. Ja, ich versuch's. Links. Sonst fallen wir übers Ende der Welt. So links. Da. Und weiter voran. Und stopp. Stopp. Und saving. Voll. Und hoch. Ah. Läuft doch. Nein. Das ist Teamwork. Steamwork. Ich klebe unter der Treppe. Was für ein Steamwork. Für Steam. Ah, für verdammt. Steam. Für Steam. Ich bin auf einem Felsen gelandet. Freunde. Direkt neben dem Schiff. Wie komme ich jetzt da jetzt rüber? Floß. Springen. Die Leertaste ist zum Springen. Ja. Das kann ich aber noch nicht so wirklich. Ich muss erstmal noch ertrinken. Ich fahr dann schon mal. Errungenschaft freigeschaltet, setzt die Segel. Ja. Aha. Lass mich mitkommen. Er übernimmt links und rechts. Fahrt auf mir. Wart auf mir. Ah ja, Moment, das war ja bei Motoren. Nein. Ja, okay, so. Mordi, ihr fahrt ohne mich ab. Nein. Leute, ach, passt schon. Kommt zurück. Irgendwo Nahrung. Kommt zurück. Wartet auf mir. Ich glaube, wir haben einen Rückwärtsgang. Ja, ach, haben wir. Kacke. Ach, Kacke. Haben wir ihn schon erwischt? Ich ertrinke die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich ertrinke. Ja. Wenn wir uns theoretisch auf die Insel schieben, sollte er doch einfach direkt auf dem Schiff landen. Das ist der Plan. Wieso rutsche ich hier die ganze Zeit? Wir haben geringfügige Schräglage. Und ich rutsche hier die ganze Zeit von diesem Felsen runter.
als der Felsen ist ein bisschen glitschig. Aua. Leute, ihr habt das Schiff zum Kinden gebracht, glaube ich. Noch nicht! Noch steht! Ich glaube, wir spielen das Spiel genau richtig. Wir spielen das sehr professionell. Natürlich! Das Prof habe ich auch schon im Namen. Ja, ich ertrinke hier die ganze Zeit und ihr bringt das Schiff zum Kentern. Wir versuchen dich eigentlich aufzulesen, so im Rückwärtsgang. Ja. Gut. Ich kann sehen, wie das von außen aussieht. Nicht sehr gut, nicht sehr schön. Ich sehe gerade eigentlich nur rot. So, vielleicht geht's ja so. Und neu gestartet. So, versuchen wir es mal auf diese Weise. Nein, ich falle. So, an Bord. Der Felsen wurde nicht designt mit Koop im Gedanken. Nein, absolut nicht. Ich bin endlich auf Bord. Ja, auf Schiff. Wurde auch Zeit. So, jetzt will ich mal vorwärts steuern, oder? Okay, jetzt schaffen wir die 45 Grad. Hoffentlich. So, alle Mann an Bord. Grad und es wird noch schräger. Entschuldigung. Ich dachte noch heißer. So heißt es nämlich heute gefühlt. Deshalb gibt es auch heute keine Facecam. Falls es die jemals gab. Gut, wer über. Okay, du müsst den linken und den rechten Motor, okay. Der muss so, oder? Du musst den nach vorne. Nein, nein, ihr steuert. Wir haben zwei Motoren im Endeffekt. Das Ding steuert sich wie ein Panzer. Ja. Mach ich das jetzt richtig oder wie steuere ich das jetzt? Jetzt drehen wir uns. Du hast im Endeffekt den Schalter für den linken Motor und ich den für den rechten Motor. Ach so, jetzt fahren wir rückwärts. Rückwärts. Links nach vorne, rechts nach hinten, rechts, rechts nach vorne, links nach hinten, links. Aha. Und beide nach vorne, vorwärts. Okay. Das muss noch ein bisschen nach links, nach rechts, Alter. Mordi, kommst du mal her? Du musst mal diesen. Ich sitze hier. Du musst mal den. Warte, okay, wir machen das. Wir machen das jetzt so. Ihr habt doch alle Männer-Motoren. Hoff noch ein bisschen rechts. Ich bin nur Tourist. Hoff noch ein bisschen nach rechts. Dann können wir das eigentlich loslassen. So, jetzt beide Schalter nach vorne, jetzt können wir nach unten gehen. Das steuert das schon von alleine. Ah, verdammt. Ich bleib nochmal hier oben. Ich bin vom Schiff gefallen. Kacke. Ups. Leute, ich bin vom Schiff gefallen. Wir gehen nach vorne. Ich bin gestrandet. Ich mach hier Scheiß mit dem Schiff. Leute. Na gut, ich übernehme den Motor. Leute. Ich sitze wieder auf diesem scheiß Felsen fest. Leute. Dann such dir Schildkröten und schwimm rüber. Gibt's nur zwei Flosse hier. Zwei Bretter hier. Stimmt, theoretisch müsste es mit denen auch gehen. Theoretisch. Wir haben den Checkpoint ja gleich. Dann mache ich immer Urlaub. Ich leg mich hin und entspann mal ein bisschen. Da ist bestimmt auch irgendwo eine Sonnenliege. Nee, auf diesem kleinen Felsen ist ja gar nichts. Gar nichts. Schon versucht zu graben? Nö. Hier ist nichts. Ja, hier kann man nur runterfallen. Ich lasse den Motor einfach mal auf vorne. Saving. Ich bin im Wasser gelandet. Das ist gut. Ich auch. Moin Leute, dann wäre ich wieder. Moin ist hier die richtige Begrüßung. Ja, das will ich aber auch sagen. Ist ja hier so richtig Hafen. Schau Mensch, wir sind ja in Hamburg. Das glaube ich nicht einmal. Ja doch, das ist schon Hamburg. Es könnte auch unter Umständen Kiel sein. Aber nur unter Umständen. Nein, ich nicht. So, hoch da. Ich versuche dann mal auf einen von den Containern zu kommen. Und jetzt steuere ich den Kran hier, oder was? Ich würde sagen, auf den hinteren, oder? Oder sollten wir vielleicht. Kann man eigentlich vom Schiff aus auch einen Container holen? Wir müssen den orangen. Wir müssen den Container dort vom Schiff rüberholen. Wir müssen den. Der dort also auf damit eigentlich den, müssen wir nicht, da sind aber ein paar den orangenen, gute Sprünge nötig. Den orangenen müssen wir holen. Na dann, komm mal rüber. So, stopp. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe aufs Schiff. Stopp. Ich auch. Ja, das ist jetzt und, überraschend. Ja. So. Dann müsst ihr gleich das Ding dort. Ein bisschen runter.
bisschen die Haken runter. So. Ja, mach ich gleich. Baumeister Zwergi sorgt dafür. So, Modi. Ab. Noch weiter. Noch ein bisschen weiter. Noch ein Stück. Dann wird erledigt. Ich kann bestimmt reinschwingen. Sehr, Kündchen. Nein, runter. Das war das Falsche, runter. Ja, ich gebe mir mein Bestes. So, runter. Passt. Ja. Fast ein Stückchen zu weit. Mach rinne. Ein Stückchen höher. Stückchen höher. Ein Stückchen höher. Ach, ich. Mein Figo ist zu klobig. Bei mir noch nicht. Ich mach ein Stückchen höher. Das ist ein Stückchen weiter runter. Lass es ruhig einfach, das passt schon. Ah! Passt! Ja, okay. Der letzte Haken muss noch rein. Vielleicht den Container wieder runter. Ich habe ein kleines Problem. Möglicherweise! Ach, kann man so machen. Vielleicht geht's so. Ja gut, fahr rüber. Na komm. Na komm, fahr schon. Da ist ein Haken an der Sache. Ich glaube, das ganze Haken. Wir haben nur noch zwei Haken drin. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Nein! Oh. Doch, das könnte was werden. Nein. Nein, die Kette ist rausgeglitscht. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Aber ich habe hier ein kleines Problem. Ich häng noch am Haken. Ich häng noch am Container. Okay. Problem hier löst. Das ist natürlich eine pragmatische Lösung. Yep. Okay, ich glaube, ich geh mal an den Kram. Let's do it again. Ich mach mal hier den Schiffsdingens, den Dingens. Den Dingens? Ja. Oh, das klingt gut. Ich bin professioneller Dingens. Ey, du musst mit dem Dingens noch ein bisschen nach ranfahren. Nach rechts. Lass mich meine Arbeit so machen, wie ich. Okay. Stopp! Nö. Ja, das schwingt immer ein bisschen nach. Deine Arbeit machst du nur so wie die anderen, die das haben. Stopp! Wie ich das dir sage. Runter, passt. Halt, stopp! Passt! Stopp! Ja. Wobei noch ein bisschen rüber. Also so. Wieder weg vom Kran. Ja, schon dabei. Sehr gut, den einen habe ich. Passt. Ja, noch ein bisschen hoch, würde ich sagen. Bei mir noch ein bisschen hoch. Ah, ich hänge. Ich sehe es. Kannst du mal ein bisschen hochziehen? Warum zur Hölle rotiert dieser Haken? Ah! Perfekt. So, und jetzt kann ich ihn noch hier einfädeln. Sehr gut. Na komm. Passt nicht ganz, der muss noch ein bisschen nach Hafenseite. Modi. Du musst ich komm den... nicht mal in die Nähe meiner Hakenteile. Ja, ich sehe es. Ich mach schon. Ich hänge noch fest, das muss noch ein bisschen nach vorne. Ja, fast. Passt. Ich hänge hier. Ich hänge hier zwischen. Ja. Autsch. Das ist schmerzhaft, Modi. Passt. Oder die so. Die Haken sollen eigentlich in diese Teile zum Hochziehen eingeführt werden und nicht in dich. Jedem das seine. Ja, das? Gut. Das ist auch wieder wahr. Hatte ich vor. Jeder hat seine eigenen Präferenzen. Ja, zieh! Ups. So. Du, Modi. Ich glaube, die Ninlane kommt heute nicht mehr. Dazu. Habe ich so den scharfen Verdacht. Ja, das könnte möglicherweise vielleicht so sein. Möglicherweise vielleicht? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube. Oh Gott. Du glaubst, das ist mir aber neu, Modi. Das ist mir wirklich neu. Mach mal noch ein bisschen weiter Richtung Hafenseite. Also das Ding. Ich komme hier absolut nicht mit den Haken zurecht. So, die Seite. Nein. Der war schon richtig. Aber. So, du meinst ein bisschen mehr zu mir. Ja. Nee, das gesamte weg von dir. Ach so. Modi. Ich dachte, ich bin hier der glaubt. Du bist doch hier. Dass du was glaubst, da bin ich. Das ist noch weiter? Hier.
Irgendwie sind mit dem Container nach außen gerutscht, so wie es scheint. Ja, komm. Noch ein Stück. Ja, ich hab's gleich. Noch ein bisschen nach links. Passt. Noch ein bisschen nach links. Habt ihr zumindest zwei gleich drin? Ich bin gerade bei meinem zweiten. Okay. Und ich bei meinem halben. Können die so halten? Nein. Warte, der ist gleich drin. So, mein erster ist gleich. Wir brauchen mein erster. Im Prinzip eigentlich nur drei. Dann hält's schon stabil. Ja, mein erster könnte drin sein. Okay, ja, mein erster ist drin. Warte, ich mach nur den zweiten. Mal. Nein, ich mach doch den zweiten. Ah, Hilfe. Mach nix mit dem zweiten. Modi. Sieht schon wieder faszinierend aus. Was will ich meinen? Ja. Ich häng hier fest. Ja, Mensch. Das kommt jetzt überraschend. Ich war hier gerade beim Einfüllen des zweiten Hakens. Das war ein bisschen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wenn ihr schon mit dem Container beschäftigt seid, weiß ich nicht, ob ich mit dem Schiff wieder davonfahren kann. Mach das. Ja. Hoff noch ein bisschen nach links zu dir zum Hafen hin, zu dir hin. Nein, nicht? Nix da, das geht, oh Gott. Wozu haben wir den dann geholt? Um da hochzukommen. Dann musst du den noch ein bisschen an die Nähe ranziehen. Nein, das geht, glaub mir. Da ist genug Platz. Ich hab das Spiel studiert. Kannst du das mal bitte machen? Kannst du das mal ein bisschen näher ranholen? Ich häng hier rum. Ich würde hier gerne. Dann lass los! Nö, ich häng hier einfach ein bisschen ab. Ich werd einfach mal. Oh, und Prof fährt schon mit. Jedem das seine. Prof fährt zurück zum Start. Nee, ich will gucken, was passiert. Ich kann nicht mehr reden. Wenn das Ding respawnt. Achso, du bist runter. Kann nicht das reden. Ich fahr das Ding jetzt über die Kante. Ich lass los. Oh Mann. Ich lass los. Ja, das ist schaffbar. Ist auf jeden Fall schaffbar. Let it go. Ah, fuck it, da fahren wir komplett nur so. Ja gut, kann man hier vielleicht irgendwie durch die Wand durch, nein, kann man nicht. Deshalb haben wir den Container geholt, um da oben drüber zu kommen. Das ist nicht das Destruction Level. Ja, aber du hast ihn ja nicht richtig hingestellt. Da muss der noch ein bisschen, der muss noch. Es muss doch nur ausreichend sein. Es ist aber nicht ausreichend. Ich zeig dir, wie ausreichend das ist. Ninilein schreibt. Oh, kommt sie mit dazu. Das hat sie noch nicht geschrieben, aber mal gucken, was sie noch sonst schreibt und tutelt. Ich nehme an, du hast auch Discord gerade auf dem Handy offen? Nee, ich habe bloß drei Monitore. Oh, ja, ich habe nur einen. Und noch ein Laptop daneben stehen. Ja gut. Also ich habe einen. Sorry, verspäte mich etwas. Hoffe, schaffe es zur Halbzeit. Die Halbzeit dürfte schon da sein. Das könnte schon. Wir haben 24. Wie lange machen wir schon? Wie lange dauert der Part schon? Ich habe 24 Minuten. Ja, warum zur Hölle stürzt dieses Schiff nicht ab? Ich hänge nur noch mit der Spitze auf Wasser. Ja, das hat die Physik so an sich. Okay, wir müssen noch rüber. Es geht abwärts. Ui. Vielleicht. Ich habe auf jeden Fall jemanden spawnen sehen. Okay. Ich glaube, das Schiff kommt nicht. Die Haken hängen gerade in der Luft, der Container ist weg. Oh. Oh nein. Scheiße. Mann. Modi, siehst du dasselbe? Modi, siehst du dasselbe, wie ich sehe? Ich muss aber eine Notlösung machen. Ach du Schande, siehst du das? Siehst du das auch? Ach du, ich hol die Haken dann durch mein bisschen näher zu mir ran. Oh Gott! Ja, ich hol jetzt mal den Checkpoint. Ich hol die Haken dann mal ein bisschen näher zu uns ran. Oh, jetzt sind sie. Ja, jetzt das Schiff, jetzt der. Ach so, Prof hat's den. Jetzt versteh ich's. Prof hat's den. Ich hätte nicht erwartet, dass das Ding so aneinander klebt. Prof hat's versaut. Das hat, glaube ich, noch niemand gemacht. Prof hat's versaut. Ja gut. Hey, ich bin drüben. Jetzt muss ich nur noch da hoch. Modi, ich bin auf dem Down Container. Das Bild von den in der Luft hängenden Haken macht auf jeden Fall ein gutes Thumbnail. Auf jeden. Das erinnert mich an mich, als ich damals in der Luft hing. Ah, ich komme nicht rüber. Modi, wieso kommt man von dem Down nicht auf das
Dings braucht man da den. Weil man dafür eigentlich einen Container in der Mitte haben sollte. Ja gut. Also einen Container dazwischen stehen. Ja gut, den hatten wir ja. Gedacht ist. Den hatten wir ja. Ah, und jetzt muss ich wieder meine Notlösung mit dem Schwingen machen. Oh nein. Jetzt bin ich kurz gefallen. Das hat wieder eine halbe Stunde Progress zerstört. Super. Ja, wie immer professionell hier. Ganz professionell. Was heißt jemand nur am Zerstören? Wird hier alles ganz professionell gemacht. Alles ganz professionell geregelt. Vielleicht kann ich, wenn ich hier die Haken ein bisschen nach vorne mache bis zum Ende, kann ich vielleicht mich an die Haken hängen und nach vorne springen. Das wäre vielleicht eine Lösung. Könnte ich von dem Down-Container dort rüber schwingen? Passt das? Das theoretisch? Das könnte theoretisch möglich sein. Das ist vermutlich eine von den Lösungen, die nicht geplant, aber durchaus möglich sind. Das könnte klappen. Ach, verdammt. Ja, dazu müsste man erstmal auf den Down-Container kommen. Dazu müsste man es erstmal dorthin schaffen. So, was schreibt Ninian? Kommt sie noch mit dazu? Keine neuen Updates. Die Halbzeit dürfte gleich erreicht sein. Ha! Checkpoint! Checkpoint! Ich gehe mich umbringen. Ja. Und ich wollte schon gerade jemanden auffordern, dass er einfach den Kran hochzieht. So, da wäre ich. Absetzt. So, meine Leute. Da wurde ich angespült. Dann mal zum nächsten, zum zweiten Teil des Levels. Zum Moment, ich bring euch den zweiten Teil des Levels kurz. Kiste muss ins Wasser. Ja, schau mal, Nimo. Ich bin drauf. Noch. Ich mach lieber den Super Secret Special Weg hier. Mach das mal. Solange du kein Checkpoints dabei lädst. Den werde ich vermutlich am Ende laden. Hier ist nämlich noch so eine Jump and Run Challenge hinten drin. Für diejenigen, die keine Lust haben auf das Richtige. Oh mein Gott, ist das dunkel. Hops. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen warten, bis das hier durch und genau so. Da, jetzt geht er. Verdammt. Ich häng fest. Ich ertrinke. Das war ein cooler Move gerade. Mein Prof. Und ich dürfte den Checkpoint gleich haben. Nein. Entschuldigung dafür, aber ich hab ihn. Nein. Dann verpassen wir das ganze Level. Hast du jetzt das ganze Level geskriptet oder was? Passagen. Das ist auf einer Kiste schwimmen. Hast das ganze Level geskippt? Nein, ich hab das eine Rätsel mit der Kiste geskippt. Das ist scheiße. Komm, du bist scheiße. Macht's halt normal. Geht nicht, wenn ich jetzt gleich hier ertrinke. Wenn ich hier ertrinke, bin ich weg. Eine Kiste. Und zwei Kisten. Übrigens, wir dürfen nicht ertrinken. Dann, du darfst nicht ertrinken. Ehrlich gesagt, wirklich den Weg nehmen müssen, den ich hier gegangen bin. Ertrinke nicht. Ich hab's nicht vor. So, rein damit. Mit den Kisten. Ich hole mal die von drüben. Ah! Ich werde ertrinken. Was mache ich hier gerade? Was zur Hölle mache ich hier gerade? Dekorativ rumstehen. Was? Prof, hilf mir! Prof. Lass mich nicht ertrinken. Da kommt, zieh! Prof, zieh! Ich versuch's! Nicht ertrinken, Zweggy! Ich kann's nicht beschreiben! Irgendwie tanzig oder sowas! Ja, sehr gut! Oh, Nini, nein! Spielt schon mein Fortwert! Nini, nein! Wo ist sie? Ich hab's gerade gesehen! Ich hol sie! Moment! Ich kann von hier aus niemanden einladen! Wir müssen die Kiste, glaube ich, noch mit rüberbringen! Du musst von hier... Muss hier rüber, glaube ich. Hoff. Die Kiste, die große. Die große? Nee, glaub nicht. Okay. Nee. Vielleicht geht's ich auch ohne sie, die große. Ich kann sie nicht einladen. Das musst du machen. Tag, Prof. Tag, Moni.